Hallo meine lieben Freunde, heute ist im keltischen Baumhoroskop der Ahorn an der Reihe und der Ahorn steht unter dem Begriff die Eigenwilligkeit. Sie gilt für die Geburtsdaten vom 11. bis 20. April und vom 14. bis 23. Oktober. Die Kelten sahen den Ahorn als beschützenden Baum. Und in ihren Ritualen war er die Verbindung zum Universum, um in Fragen nach dem Sinn des Lebens die Antworten zu erhalten. Die im Zeichen des Ahorn Geborenen sind in der Lage, selbst ihre vielfältigen Fähigkeiten zu erkennen und auszubauen. Bereits in jungen Jahren haben sie Möglichkeiten, sich frei zu entwickeln. Sie verbindet Individualität und Großzügigkeit. Gesellschaftszwänge sind ihnen schlichtweg egal und konservatives Verhalten sind ihnen fremd. Genial begründen sie die Darstellung ihres Intellekts. Dies sehen sie nicht als Eigenschaft und Möglichkeit. Ahornmenschen suchen immer nach Unerforschtem und Unbekanntem. Allerdings haben sie durch ihre Individualität die Wahrscheinlichkeit zu vereinsamen. So müssen sie sich mit ihren Mitmenschen immer ein großes Umfeld schaffen, da sie ein gewisses Verständnis brauchen, um einen guten Draht für ihre Gedankenwelt zu schaffen. Oftmals wirken sie nervös und ratlos. Auch neigen sie zur Eigenliebe und lieben aber die Schmeicheleien. In der Liebe sind Ahorngeborene eher abwechslungsreich und etwas kompliziert, aber aufregend. Und in ihrer Partnerschaft lieben sie ihre Freiheit. Sie sind vielseitig und werden niemals stagnieren. Haben Sie einen Partner, kann dieser mit ihm zusammen eine wunderbare, aber anstrengende Zeit erleben. Denn Sie versuchen gern den eigenen Willen, dem Partner aufzuerlegen. Gesundheitlich sind Sie von stabiler Natur, jedoch sind Sie nervlich überhaupt nicht belastbar. So ist also der Ahorn Geborene. Und als nächstes geht es weiter mit dem Nussbaum. Also bis zum nächsten Video. Herzlichst, eure Deria.